Ihr Lieben, herzlich willkommen, Christine. Kommt ein bisschen zu mir. Ach, mein Gott. Ach, mein Gott. Ihr habt uns... Komm, Matthias, ein bisschen zu deinem Schatzel. Ja, so, dass wir hier ein bisschen euch sehen. Also, ja, ihr wollt uns ja heute etwas verkünden. Und Entschuldigung, ich gucke so ein bisschen hin. Ich glaube, so langsam haben wir alle eine kleine Vorahnung. Kann das sein? Wer von euch beiden möchte denn diese erste Nachricht heute verkünden? Ich sag dir das. Pass auf, Florian, ich sag euch allen das. Es ist so schön. Ja, sie ist die tollste, das klingt immer furchtbar, Stiefmutter meiner Kinder. Meine Kinder lieben sie. Und jetzt haben wir uns einen Wunsch erfüllt und haben gesagt, weißt du was, es ist an der Zeit. Und dann machen wir das, was jetzt kommt, ist einfach nicht nur Nummer 7, sondern unser Herzenswunsch. Ach, ist das schön. Also wir dürfen gratulieren. Ja. Der Schlagerboom wird zum Babyboom. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ach, ist das toll. Glückwunsch. Echt, herzlichen Glückwunsch. Christine, ach mein Gott. Sag mal, wie emotional ist das für euch? Genau. Sehr emotional, ne? Komm, ich rede weiter. Ja, das ist ein besonderer Moment und ich freue mich total für euch. Wir alle freuen uns für euch. Habt ihr schon ein bisschen abgesprochen, welche Aufgaben dann Matthias als Vater so erfüllen wird? Ja, natürlich. Ich mache alles. Da sind wir gespannt. Nein, nein. Nein, wir haben vorher viel drüber gesprochen, es war geplant. Und ich habe gesagt, pass auf, ich bin ja schon ein bisschen älter und ganz bestimmte Sachen, die schaffe ich nicht mehr. Okay. Und dann hat sie zu mir gesagt... Das stimmt nicht. Nein, du bist toll, so wie du bist. Nein, wirklich, Matthias. Ach, ist das toll. Sie hat gesagt, mach dir keinen Kopf. Ich krieg das hin. Ihr kriegt das gemeinsam hin. Da sind wir uns ganz, ganz sicher. Also, jetzt wollen wir aber noch wissen, ihr habt ja gesagt, ihr habt noch eine zweite sehr überraschende Nachricht, die ihr heute uns verkünden möchtet. Was kann man da noch steigern? Das ist nicht mehr zu steigern. Naja, das war alles einfach geplant. Und es war im Jahre 2020... Also vor ungefähr anderthalb Jahren, ja, als ich zu ihr sagte, weißt du was, komm, lass uns heiraten. Und sie sagte ja. Und dann haben wir im April, und zwar am 14. April 2020, mitten im Corona-Lockdown geheiratet. Ihr habt schon geheiratet? Ja, wir sind schon längst verheiratet. Nein! Na dann können wir doppelt gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Christine Stark, Matthias. Was ist da los? Und es hat niemand von uns mitbekommen. Nein, wir haben es wirklich, wir haben gesagt, es ist nur was zwischen uns. Wir wollten es nicht laut machen, nicht öffentlich, hallo, wir heiraten, sondern wir wollten... Aber April 2020 habt ihr schon geheiratet. Ja, und da waren wir 8 Jahre zusammen und da war es wirklich an der Zeit zu sagen, komm forever. Also ich kann euch nur von ganzem Herzen gratulieren. Wir alle gratulieren den beiden zu diesem doppelten, schönen Überraschungsgeschenk, das ihr uns heute hier gemacht habt. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Geht ihr dann in Zukunft jetzt nur noch auf Flitterwochen oder bleibt es dabei, dass wir dann trotzdem nächstes Jahr gemeinsam auf große Tournee gehen können? Nichts wird sich ändern. Pass auf, das Baby wird sich nach uns richten. Das kommt mit. Es wird ein Rock'n'Roll-Baby. Ein Rock'n'Roll-Baby? Es wird ein Rock'n'Roll-Baby. Dann nehmen wir das Baby mit. Das nehmen wir mit auf die XXL-Tour. Und wir das ist also quasi die schönste und neben diesen wunderbaren Nachrichten auch noch für uns eine dritte so schöne Nachricht, dass wir dann tatsächlich nächstes Jahr, wir drei und der oder die oder wir schauen mal, ja, wir vier dann gemeinsam auf große Tournee gehen werden.